Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan hier sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Sieh sich das eine an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Ich untersuche die Rachlee.
Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge jetzt hinzu. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnot könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Wird gerade erledigt. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen.
Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Gano gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Natürlich. Reaper-Aktivität? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein.